Herzlichen Dank. Themenwechsel heute Mittag. Ob Skitouren oder Schneeschuhwandern. Die Pisten abseits des gesicherten Bereichs haben offensichtlich eine große Anziehungskraft. Österreichische Skiindustrie rechnet auch heuer mit einem 10%igen Umsatzplus im Tourenbereich. Aber ohne notwendiges Know-how und teils mit schlechter Vorbereitung und Ausrüstung ist das Risiko erheblich. Das haben einmal mehr die Vorfälle der vergangenen Tage gezeigt. Das Naturerlebnis, gemeinsames Unterwegssein und genussvolles Abfahren, das fasziniert immer mehr Freizeitsportler. Doch abseits der Pisten lauern Gefahren, die oft unterschätzt werden, und das kann tödlich enden. So wie für einen Niederösterreicher und einen Wiener, die am Wochenende am Wascheneck in Oberösterreich in ein Unwetter geraten sind. Sie sollen viel zu spät aufgebrochen sein, die Wetterbedingungen falsch eingeschätzt haben und auch schlecht ausgerüstet gewesen sein. Laut einer Studie der Universität für Bodenkultur gemeinsam mit der Linzer Johannes Kepler Universität unterschätzen knapp 40% der Skifahrer und Tourengeher die Lawinengefahr. Oft auch, weil viele ihre Freizeit effektiv nutzen wollen. Ein Ziel ist ins Auge gefasst und an dem wird festgehalten. Egal wie die Verhältnisse sind, egal ob Stufe 1, 2 oder 3. Richtig reagiert haben hingegen diese beiden deutschen Studenten, die gestern nach 4 Tagen in Kälte und Schnee in Salzburg gerettet werden konnten. Es wäre definitiv irgendwo was schiefgegangen, wenn wir weitergegangen wären. Das beurteilen auch ihre Retter so. Die beiden Studenten haben in einem Biwak mit Keksen und geschmolzenem Schnee überlebt und konnten inzwischen nach Hause fahren. Wir hätten uns vielleicht besser vorbereiten sollen. Aber alles in allem waren es die Lauftage zumindest eigentlich ein schönes Erlebnis. Aber auch wenn die Vorbereitung und die Planung gut und die Ausrüstung top ist, es geht schneller als man glaubt und plötzlich geht eben nichts mehr. Denn am Berg gelten einfach andere Gesetze und vieles ist auch für erfahrene Bergsteiger schwer vorhersehbar. Es war ein Tag wie im Bilderbuch. Blauer Himmel, traumhafter Schnee und keine Anzeichen für Sturm oder Nebel. Michael Bübel unternimmt mit seinem Bergfreund eine Skiwanderung auf dem Schneeberg im Raxgebiet. 200 Meter unter dem Gipfel begann dann der Albtraum. Und er ist jetzt bei mir. Herzlich willkommen, Herr Bübel. Grüß Gott. Was hat sich damals genau knapp unter dem Gipfel zugetragen? Es war schon 100 Meter von unter dem Gipfel, haben wir schon gesehen, dass ein wenig der Zuzittergipfel. Aber da war noch eine Bergrettungshütte und da war sogar ein Mann drinnen. Der hat Funkgerät und alles gehabt. Aber er hat uns einfach weitergehen lassen, obwohl er vielleicht informiert gewesen wäre. Das wissen wir nicht genau. Und nach einer Viertelstunde ungefähr ist über den Gipfel drüber gekommen, ganz plötzlich eine Schneewolke, eine Eiswolke, hat uns erfasst. Wir sind dann weitergegangen. Ihr Abstieg wäre unmöglich gewesen zu dem Zeitpunkt. Das heißt, Sie haben nichts mehr gesehen, Sie haben im Prinzip nicht mehr zurückgekommen. Es ist binnen 5 Minuten gegangen. Wenn überhaupt, in 3 bis 5 Minuten über den Gipfel hinuntergekommen auf uns zu. Die Temperatur ist gefallen, minus 20 Grad. Vorher ist minus 5 bis 8 gehabt ungefähr. Haben Sie gleich realisiert, dass Sie da in einer Situation sind, wo es nicht mehr vor und zurückgeht? Nein, haben wir nicht sofort realisiert. Wir haben uns zusammengerissen, wollten noch weiter hinauf, weil wir gedacht haben, das geht vielleicht vorüber, das ist nur eine Lawine. Aber die hat uns umgedrückt. Und wir sind die letzten 3 bis 4 Stunden wirklich im Lebenskampf, im Todeskampf hinaufgekrochen zum Gipfel. Es war unheimlich laut. Wir waren total vereist. Das geht binnen Sekunden. Man glaubt, man kann Handy irgendwas anrufen, Bergrettung, irgendwas. Es ist nicht möglich. Sie hatten keinen Kontakt, Sie konnten sich irgendwie nicht bewegen. Jeder, der glaubt, er kann ein Handy bedienen im Schneesturm, das ist irrelevant, das ist unmöglich. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Ja, zuerst noch, vielleicht schaffen wir es zur Hütte. Vielleicht schaffen wir es zum Kreuz. Das ist so eine Militäranlage, so eine kleine. Da muss man uns unterstellen. Dann haben wir schon gesehen, das wird dramatisch. Man schließt eigentlich ab. Man denkt sich, jetzt ist es wirklich aus. Ich war schon öfters in Not, aber so dramatisch noch nie. Mit meinen Kameraden haben wir uns zusammen gekauert, besprochen, sterben wir nicht. Was sollen wir jetzt tun? Wie ist es dann weitergegangen? Ja, es kommt, so religiös klingt es vielleicht, aber es ist einfach eine Kraft, die von innen aufsteigt. Man will weiterleben im letzten Moment. Wir haben uns dann raufgeschoben. Sterben können wir immer noch, haben uns beschlossen. Die Muskeln sind verhärtet. Man hat Eisbälle in der Kehle. Überall ist Eis, Schnee, Sturm. Das ist alles zugeschwollen von der Kälte. Das springt auf. Es ist total rau alles. Beim Gipfel, da war ein Dröhnen. Unglaublicherweise haben wir uns trotzdem noch zur Rüte gerettet. 3 Stunden für 300-400 Meter ungefähr. Und dann sind wir nur in die Hütte hineingefallen, da war endlich einmal Ruhe. Es war endlich vorbei, dieser infernalische Krach. Ja, und dann hat es gedauert, stundenlang, bis wir aufgetaut sind. Langsam, Decke,
drüber, da waren so Filzdecken, ein dreifach hoch an den Wirten, der diese Hütte offen gelassen hat. Die Hütte stand zufällig offen, die aber leer. Die ist ein Winterraum. Okay. Und das müsste überhaupt jede Alpenvereinshütte haben. Ein Winterraum, der geöffnet ist. Das rettet Leben. Das ist die einzige Überlebenschance. Jetzt sind Sie ja eigentlich ein erfahrener Bergsteiger. Jetzt im konkreten Fall, können Sie sagen, dass Sie irgendeinen Fehler in der Planung gemacht haben, dass die Ausrüstung nicht korrekt Nein, war oder zu wenig keine war? Keine Fehler. Wir haben uns Wetter erkundigt. Wir haben die perfekteste Ausrüstung, die man sich vorstellen kann. Wir sind sehr erfahren, 20 Jahre Berg, hohe Berge. Keine Fehler. Es gibt keine Fehler. Das ist einfach nur ein Wettersturz, der aus dem Nichts sind die anderen ist. Gesetze, die am Berg im gelten. Ja. Niemand rechnet mit denen. Ja. Wie ist es dann weitergegangen? Sie mussten ja auch irgendwie von der Hütte mal runter. Ja, ist dann Rettung gekommen? Waren Sie in der Lage, sich bemerkbar zu machen, wie Ihr Handy oder so? Nein, wir wollten nicht. Dann, wir waren schon in der Hütte, wir wollten dann immer die Bergrettung rufen, weil sinnlos gewesen. Wir sind die Nacht gekauert, Decke über den Kopf. Und da ist ein Heizofen. Da mit Mühe und Not haben wir uns nach Stunden so eine Münze raus. Die kann man reinwerfen, okay. Da kommt Heißluft raus. Und nach drei bis fünf Stunden werden endlich die Hände wieder ein bisschen Gefühl. Einer ist noch immer ein bisschen betäubt. Heute noch, nach 1,5 Jahren. Das ist ein Kältetrauma. Und Sie haben aber dann aus eigener Kraft den Abstieg und die Rettung sozusagen nächsten geschafft? Tag, ja. Okay. Da ist das Wetter wieder aufgeklärt. Es war also trüb, aber es war zumindest kein Schneesturm mehr. Mhm. Und sind nächsten Tag abgestiegen. Gehen Sie jetzt irgendwie anders auf den Berg? Auf jeden Fall. Seit damals war ich nur ein einziges Mal wieder auf dem Berg. Dann nur bei wirklich schönem Wetter. Es geht zu schnell. Das Leben ist so kostbar. Es geht zu schnell. Es ist auch zu wenig Aufklärung. Wie schnell es wirklich gehen kann. Ich bedanke mich herzlich für diese spannenden Schilderungen Ihres wohl traumatischsten Erlebnisses. Danke. Danke für den Besuch bei uns Danke. Im Studio. Wer mit dem Zug fährt, dem werden die vielen Waggons.